Aber nicht viel. Da würde es schon, rot raus waren, richtig? Ja. Wir haben es nicht gemerkt. Ist doch nicht viel. Doch, guck mal, das sieht bis. Mit Balou. Ja, guck mal. Geh mal nach Balou hin. Küchenfenster müsste auch rot sein. Überall. Geh mal Küchenfenster kurz, okay? Und komm wieder. Ja. Im Hausdach ist auch rot. Ja, es ist schon rot geworden, wie wir draußen waren. Ja. Habe ich nicht gesehen gehabt. Tut mir leid. Ich war nur kurz reingeholt, um das Handy zu holen. Ehrlich gesagt. Boah, zieht sich das hier. Wir waren nur 20 vor dem Balkon, wenn nicht kurz da halb. So. Dann hat sich das ein paar Minuten schon verrötet. Puh. Echt, ey, so schnell geht das. Doch diese Karamellwurst, die wir gestern Abend doch auch gesehen haben, fotografiert haben, ne? Guck mal, was ich mache. Ja, das, weil ich Küchenfenster nicht hingehen kann, extra. Der Schasnagerpilz tut auch weh.
Guck mal, links bei Baloo. Habe ich schon gesehen. Cool, ne? Guten Morgen. Hier oben, hallo. Guten Morgen. Das Mädchen da unten. Hi. Wenn du willst, kannst du uns gerne mal besuchen kommen. Ich habe sehr schöne Puppen, ganz viele. Vierte Etage Nummer 21. War die Ohrenschützer oder was? Nee, ne? Guckst du mal am Küchenfenster? Ja, aber jetzt ist noch mehr rot geworden. Ja. Du bist echt süß. Und? Ja. Jetzt kannst du links hingehen. Ich habe ja den Weg schon versperrt. Habe ich nur mit dem Mädchen unter. Die spricht aber ganz leise. Ich glaube, die hat Angst, Ärger zu kriegen in Uhrzeit, richtig? Nein. Eine Ruhestörung? Aber die konnte doch laut reden. Ach, die war mit dem Handy beschäftigt, habe ich ja gesehen. Aber trotzdem, geantwortet hat sie mir, ne? Ja. Was ist mit dem Hochkommen? Hat sie auch geantwortet, ja, ne? Weiß ich nicht. Das hat nicht mitgekriegt. Doch, die hat gesagt, ja. Du weißt doch, wo wir wohnen, oder? Ja. Hast du jedes Kind, richtig? Ja. Wieso fahren ja Autos hoch um die Uhrzeit? Ich dachte, das wären keine. Komm, ich hab normalerweise bist du seit 7 Uhr schon bei Netto da sein, ey, du Frosch. Ich geh jetzt auch. Du passiert schon nichts. Könntest du eine Rolle Keksteig mitbringen? Mit dem Muster innen drin. Rolle fertig, fix, fertig, Keksteig. Gibt's da diese Rollen? Da sind doch die Muster drin. Kannst du mitbringen? Eine Rolle Keksteig. Gibt's doch fix und fertig. Da sind doch die Muster drin. Muss man nur schon mit Messer schneiden, dann auf dem Blech Backlicht drauflegen, backen lassen. Die fertig Keksteig rollen. Ach, du meinst jetzt, ach ja, war schon. Mama. Plätzchen. Plätzchen, meine ich ja. Die fertig Plätzchen rollen. Da sind doch diese komischen braunen Muster drin. Die brauchen wir nur mit Messer durchzuschneiden und dann auf den Backofen reinzuschieben. Die sind teuer. Die kaufen. Kannst du warten, bis ich mit der Aufnahme fertig bin, Baba? Ja, okay. Dankeschön. Das andere Zeug kriegst du sowieso nicht. Wir haben heute Samstag schon. Kommst du mal? Hier ist so ein Vieh.
Am Baum höre ich was. Ein Specht oder ein Eichhörnchen? Kannst du gucken, bitte? Am Baum habe ich was gehört. Vieh. Wenn dann ist es auf der Wiese oder was? Nee, auf der Wiese ist nicht. Warum sind die Menschen jetzt schon auf? Die konnten doch schlafen bis mittags, erst am Wochenende. Warum war das Bildchen denn schon auf, die Kleine? Muss ich jetzt nach Hause um die Uhrzeit? Hat die ist die von der Mama angeschrieben worden? Das klärt sich heute auf, siehst du, das blaue Himmel da oben. Mhm. Der Lumpensander kommt jetzt vorbei. Hab ich nicht mehr. Ich hab keinen Schrott, ja. Ja, jetzt kommt der Lumpensander. Schrott, den Platz. Hab ich damals alles weggekriegt. Das ist die Wolkenformation, die er auch gesehen hatte. Die ist bei ihm auch zu sehen, dort mal diese Streifen da. Heißt die Stratiformis-Wolken? Ja, ne? Weil große sind das, ja. Nicht die kleinen, die wir aufgenommen haben. Das ist am 10. Dezember, wo ich krank im Bett lag. Große. Schön, ne? Mhm. Meckerkrähe. Lass sie bei mir, ich hab Angst. Ja, guck mal, da über der Berufskolde statt Ziegelei, da ist richtig schön streift. Boah, von rechts auch. Das sind die Wolken, die man zu dir auch gesehen hat heute Morgen. Hätte sie doch heute Morgen schon aufklären müssen. Meine Fresse, ey. Und nicht jetzt erst. Guck mal, im Hausdach, da ist auch noch Streifen rum. Ich glaube, das sind Rollclouds. Guck mal, wie groß die sind. Weil das sind mehrere tonnenweise. Guck mal, mit Berg. Mhm. Jetzt kannst du auch nach hier hingehen. Guck mal. Da links bei Baloo kannst du hingehen.
So, ab heute gibt es für die restlichen Tage richtiges schönes sonniges Wetter. Ein paar goldene Dezembertage soll sich blicken lassen. Und ab nächster Woche auf Weihnachten wird es richtig schön weiß. Gibt eine weiße Weihnacht. Auch dieser Blinzelhändler, oh Gott. Guck mal, Küchenfenster noch, ob es da rot ist bei Mamas, bitte. Ich nehme mir gerade mehrere Rollclothes hintereinander auf. Mit schönen Muster, Karamellmuster drin. Ja, die sind jetzt alle wach geworden von dem Gruppe da, von den Typen da an der Nettstraße da. Ist rot. Oh, jetzt gehen wir nochmal kurz Küchenfenster abpassen. Und ab heute Abend findet eine Halbplanetenkundung statt mit dem Mond, zwischen schwarzem Mond und Planet Saturn. Und ab morgen Abend, wenn wir Glück haben, kommt ein ganz seltenes Ereignis, da ist der schwarze Mond richtig ultra nah beim Planeten Saturn, da gibt es eine noch bessere Planetenkundung. Stellt euch schon mal drauf ein, Leute.
Die bringen auch die schönsten goldigen sonnigen Tage und so. Wünsche ich alle einen schönen Samstag. Das Wetter scheint sich aufzuklären. Und ja, wie ich sehe, ist hier, ja, blauer Himmel noch dazwischen.